Leute, ich bin's Conny und ich bin in einer Irrenanstalt eingeliefert worden. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie ich hierher gekommen bin. Also mir geht's eigentlich ganz gut. Ich mach mal die Tür hier zu. Aber ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und dann war ich auf einmal hier. Naja, immerhin haben sie mir mein Abzeichen gelassen. Und ich bin immer noch verkabelt. Also ich habe immer noch Kontakt zur Außenwelt und kann mit euch reden. Aber ehrlich gesagt, möchte ich hier schon rauskommen. Ich guck mal nach, ob ich einfach rausgehen kann. Interact. Gucken wir mal hier in die Zelle rein. Ist ja niemand. Naja, ich sehe mich einfach mal um hier in dieser Irrenanstalt. Huch. Ich habe scheinbar Zutritt auf alle Zellen. Das ist doch schön. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, als wäre ich hier im Knast. Das ist ja nur eine, das ist ja nur eine Einrichtung, die mir helfen soll, wieder auf die Spur zu kommen. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ich jetzt getan habe, um hierher zu kommen. Aber das werden wir vielleicht noch herausfinden. Huch. Ja. Oh Gott. Hätte ich hier nicht reingehen dürfen? Warum ist hier jetzt ein Alarm? Nein, 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 nein. Oh Gott. Ey. Okay, man kann da einfach durchgehen, wie es aussieht. Alles klar, alles gut. Gehen wir erstmal an Automaten was kaufen. Hallo, please. Automat ist defekt. Wow. Okay, okay. Hier sind andere Leute Gun-Dealer. Die sieht ein bisschen crazy aus. Ey, Gun-Dealer. Wie geht's? Was geht ab? Sag mal was. 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 Er sagt nichts. Wir haben eine Taschenlampe. Jetzt, hä? Willst du jetzt reden, hä? Hä? Gut, wen haben wir denn hier? Ey, er lächelt so schön. Troublemaker. Give everyone a gun. 250 Robux? Ja, ich überleg's mir noch. Momentan sind ja gar nicht so viele Leute im Spiel drin. Das war gar nicht so interessant. Yard. Na komm, gehen wir einfach mal auf den Hof. Entschuldigen Sie, Sir. Warum? Entschuldigen Sie, Sir? Warum richten Sie eine Waffe auf mich? Sir? Wohin? Wohin? Ich schaue mich weiter hier auf dem Hof um. Ich will so ein bisschen Hanteln stemmen. Was für Line-up? Wohin? Wohin? Okay, dann komme ich einfach mal. Und jetzt? Jetzt stehe ich hier. Was willst du von mir? Line-up. So? So? Wie denn? Bruder, was willst du von mir, ja? Single file. Eins. Yes, please. Bruder, worüber reden die? Die reden in einer anderen Sprache, Leute. Ich weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Ich wollte doch eben nur auf dem Hof ein bisschen Hand hinstemmen. Wie er mich anstarrt. Ich habe das Gefühl, er ist ja der Verrückte und nicht ich. Starting, okay. Starting womit? Just follow medical instructions. Alles klar? Okay. Ah ne, er ist der Host und das ist der Co-Host. Okay, Bruder. Und jetzt? Was willst du von mir? Wir werden bald marschieren. Wo wollen wir denn hinmarschieren? Ich dachte... Hallo? Wo, darf ich nicht mal was essen? Wir sind hier in der Kantine. Okay. Ich schreibe einfach nochmal okay. Oder will er sie not sir medical? Naja, das habe ich schon verstanden, aber... Ja, ich habe verstanden, dass ihr medical genannt werden wollt, aber kannst du jetzt endlich sagen, worum es geht? Das ist kein Military Game. Ja, ich weiß, aber ich möchte jetzt was essen. Darf ich im Hof spielen, bitte? Okay, ich muss dem Typen jetzt scheinbar folgen. Ich folge ihm. Lalalala. Aber warum möchte er jetzt, dass wir marschieren? Was ist los? Oder was habe ich gemacht? Okay, ich soll das jetzt sagen... 1C37. Hab's gesagt. Gut, no safe chat. Bruder, was willst du von mir? Wie bin ich hierher gekommen? Leute, ich glaube, ich bin einem Kult beigetreten. Ah, schon wieder so ein Streber in der Gruppe. Nein, ich weiß es nicht. Erzählen Sie es mir, Medical. Slash you? Should I go through the Medical? Sie heißen einfach beide Medical mit Vornamen. Okay. Ich dachte, wir sollten in einer Linie stehen. Warum bewegst du dich die ganze Zeit? Just Alt F? Es ist auch mein erster Tag, also hör auf, dich zu beschweren. Alles klar, Bro. Aber ich möchte jetzt einfach was essen. DJ Timmy 21, Digga. PTS means perm to speak. STS means shoulder to shoulder, okay? Seit wann sind wir hier jetzt doch in einem Militär? Forward. March. Ja, ich warte. Okay. Ich folge Ihnen, Mr. Medical. Wo geht's denn heute hin? Ich bin irgendwie schneller als du, weil du die ganze Zeit rechts, links läufst, wie so ein Idiot. Hast noch nie gelernt, wie man geradeaus läuft, hä? Okay, da sind wir. Jetzt sind wir Bravo Transfer Sector. Ist das sicher nur eine, Nervenheilanstalt? Hallo? Do we all know the rules? Yes, medical, yeah. Warum richtest du schon wieder eine Waffe auf mich? Was ist denn falsch mit dir? Warum hältst du die so ein bisschen Gangster oder was? Warum hat der eigentlich einen Panzer da unten? Ich verstehe es immer noch nicht. Sie schreibt jetzt auch Yes Medical. Ich dachte, sie kennt die Rules nicht. Kann sie nicht entscheiden, oder was? Ich überlege gerade, ob ich mir hier irgendwie die Boss-Rolle hole und dann sage ich denen allen, dass sie das Spiel lieben sollen. Oder so, keine Ahnung. Permission to speak? Du hast gerade gesprochen. Lol. Jetzt bist du der Boss. DJ Timmy ist jetzt der Boss. Und du hast keine Permission to speak, hä? He is disconnected, so I'm your host. Okay, Medical. Alles klar, ich folge auf ihr Kommando. Was jetzt? Was jetzt, Bruder?
Ey, Medical ist wieder da. Er ist... Ja, natürlich, er lagt out. Du wolltest Urlaub machen. Okay. Do we know the rules? Yes, Medical. Wir kennen die Rules immer noch. Okay, Bro. Weißt du, sie müssen patient mit der Dame sein. Sie ist aktuell in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. March, ich warte. Ich folge dir auf den Schritt, Medical. Hä, warum stellst du dich dort? Okay, meinetwegen, dort kannst du dich auch hinstellen. So, this isn't it. Das ist kein Trainingsgame. Das ist eine Shift, okay? Aber Bruder, ich bin der Patient. Ich bin ein Patient. Warum muss ich überhaupt... keine Ahnung. Shoulder by shoulder, ja, das ist mir klar. Die Einzige, die nicht Shoulder by Shoulder macht, ist die da. Also, ihr möchtet ein Doktor werden. No, Medical. Ich möchte kein Doktor sein. Sie schreibt auch Medical. Sie macht einfach alles nach, was ich vormache. Warte, was ist, wenn ich jetzt schreibe, I want to play in the yard? Er sitzt, there is nothing else to do. In dem Spiel kann man, ich möchte im Yard... I want to play in the yard, Medical. Warte, ist sie mir nachgefolgt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die macht mir einfach eine Nacht. This isn't a test. Ja, ich weiß, dass es kein Test ist. If you rank up, it's training. Okay. It unlocks. Sie ist gegangen. Okay. Verlassen. Okay, das war dann Asylum Roleplay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich in der Irrenanstalt auf einmal Doktor werden soll. Ich bin ein Patient. So, dann bin ich nochmal in Donators reingegangen. Leute, das Spiel wurde mir einfach durch eine Werbung vorgeschlagen. Sah ganz lustig aus und ich dachte mir, mal gucken, was es ist. Aber das scheint auch so ein Military-Roleplay-Spiel zu sein. Und das, obwohl da stand Asylum-Roleplay. Ich verstehe, dass die Leute, die irgendwie Security Guards oder so sind, dort einen auf Militär oder sonst was machen. Aber ich war doch einfach nur eine Insasse. Ich war einfach nur ein Patient. Die sollten mich doch heilen und nicht einfach so Augen geradeaus, stillgestanden, marschiert mir nach und so, hä, so was? Ich bin ein Patient in einer Nervenheilanstalt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Topic hat nicht wirklich gepasst. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr solche Roleplay-Spiele kennt, ob ihr bei sowas auch mal mitgemacht habt. Für mich persönlich ist das nicht so wirklich ein Ding, weil keine Ahnung... Ich brauch nicht Roleplayen, als ob ich im Militär wäre. Ich könnte selbst einfach zur Bundeswehr gehen und dann hätte ich meinen Militärspaß. Aber ich möchte da gar nicht sein. Ach und zum Thema Donators. Das Video, das ihr hier seht, ist jetzt wahrscheinlich einige Wochen vorproduziert. Aber vor einigen Wochen, als ich das Video aufgenommen habe, habe ich ein bisschen Updates hier zu Donators hinzugefügt. Es gibt hier das Prestige-Leaderboard. Prestige bekommt man übrigens, indem man Leuten donatet. Indem man diese Obby hier schafft, kriegt man immer 2 Prestige dazu. Wenn man einen Arena-Kampf gewinnt, bekommt man 2 Prestige dazu. Und apropos Arena-Kampf, den Arena-Kampf kann jetzt jeder starten über den Button hier unten rechts. Aber es kostet Robux, weil ich möchte nicht, dass irgendwer die ganze Zeit Arena-Kämpfe spammt. Und wenn ich im Game bin oder Crafter im Game ist oder Roblox Felix im Game ist oder halt irgendein anderer Owner von Clubbased oder so im Spiel ist, dann kostet es extra viel Geld, den Arena-Kampf zu starten, weil... Wir möchten dadurch jetzt auch nicht unterbrochen werden. So, ich würde sagen, damit habe ich euch aber auch alles gesagt, was es zu sagen gibt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich weitere solche Roleplay-Spiele auschecken soll. Ich habe jetzt nicht wirklich den Sinn dahinter gesehen, das zu machen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und...